Das hat wehgetan. 2:3 verloren gegen den Erzrivalen Borussia Düsseldorf. 5. Spieltag und nur Tabellenplatz 8 für einen der vermeintlichen Meisterschaftsfavoriten. Und es wird nicht leichter werden. Wir hatten 2 bisschen unnötige Niederlagen auch gehabt, die wir vielleicht in den letzten Saisons so nicht hatten oder wo wir auch ein bisschen mehr Glück hatten, Spielglück hatten. Und dazu werden es halt immer mehr WTT-Turniere. Das heißt, vor allem Darko und ich dann bei uns in der Mannschaft kommen halt wirklich oft nur einen Tag vorher irgendwie aus Asien zurück. Das ist bei anderen Mannschaften auch so und deshalb erkläre ich es mir auch, dass es eben enger zusammengerückt ist und jeder so ein bisschen ja, zu kämpfen hat. Wir müssen einfach gucken, dass wir so frisch wie möglich sind, dass wir uns irgendwie in die Playoffs retten und dann halt in absoluter Topform sind. Ich glaube, so muss man die Saison jetzt auch sehen. Ein Jahr wie eine Fahrt auf der Achterbahn. Sieg im Champions-League-Finale gegen Düsseldorf. Patrick Franziska international erfolgreich, aber auch ein Todesfall in der Familie. Bester Deutscher, aber nur als Ersatzspieler bei den Olympischen Spielen dabei. Es war echt familiär emotional, es war mit der Olympianominierung emotional, es war spielerisch sicher mein bestes Jahr bis jetzt, obwohl eben so viel auch vielleicht nicht so für einen gelaufen ist. Und das Jahr hat sich gefühlt sehr, sehr lang angefühlt, also irgendwie, weil eben so viel passiert ist. Und ja, sicherlich dann irgendwann nach meiner Karriere gucke ich bestimmt auch auf dieses Jahr zurück und denke so, oh, da ist schon viel passiert und ich habe es trotzdem ganz gut gemanagt und deshalb ja, bin ich schon bis jetzt echt zufrieden mit dem Jahr und will da noch ein bisschen mehr Highlights schaffen. Dass sein Freund Timo Boll an seiner Stelle in Paris spielte, ist abgehakt. Das war dann am Ende auch nicht in meiner Hand, deshalb, ich habe mir erstmal nichts vorzuwerfen. Ich habe alles dafür getan. Es war natürlich ja, die größte Enttäuschung bisher auch in meiner Karriere und trotzdem eben wie ich gespielt habe und wie mein Spiel sich auch verbessert hat und wie ich auch die ganze Situation dann irgendwie auch so gemanagt habe, bin ich da schon auch ein bisschen stolz auf mich und deshalb ja, gucke ich einfach, dass es in LA, dass ich mitgenommen werde und dass es dann hoffentlich ein paar Medaillen regnet. Seit 8 Jahren ist er im Saarland und würde gerne bleiben. Ja, also ich fühle mich, weiß ja auch, glaube ich, jeder immer noch sehr, sehr wohl. Also seit 2016, wo ich hier bin, da hat sich auch nichts dran verändert. Und ich würde schon gerne den Weg bis LA auch noch weiter hier im Saarland gehen. Und es laufen Gespräche gerade. Es sieht auch ganz gut aus, sagen wir es mal so. Und ja, wenn ich mich so wohlfühle, will ich da auch ungern was verändern, aber ganz viel kann ich dazu jetzt auch noch nicht sagen. Beim 1. FC Saarbrücken Tischtennis hat er alle Freiheiten bekommen, sich international weiterzuentwickeln. Kurze Wege und ideale Trainingsbedingungen. Patrick Franziska ist mit Frau und Kind im Saarland angekommen. Es ist auf jeden Fall meine Heimat geworden. Alleine schon die seelische Unterstützung, nachdem ich da nicht nominiert wurde, also wie auch ja, alle Leute im Verein und auch außenrum mit mir umgegangen sind und wie sie mich unterstützt haben. Ich meine, das ist sicher auch nicht selbstverständlich, weil jeder auch sehr, sehr enttäuscht war im Saarland. Das weiß ich nicht, ob ich das irgendwo anders so bekommen hätte. Und das ist eben auch sehr, sehr viel wert. Und ich bin ein sehr familiärer Mensch, ich bin ein Wohlfühlmensch. Und deshalb war das echt schon auch sehr besonders für mich und hat mir auch echt viel geholfen. Der Weg soll weitergehen. Patrick Franziska will wieder zu den Olympischen Spielen. In Tokio vor 4 Jahren hätte es beinahe eine Medaille gegeben, im Mixed mit Patricia Scholjer. Jetzt ein neuer Anlauf mit der 18-jährigen Annette Kaufmann. Die beiden werden ab kommender Woche bei der EM zusammen spielen. Ziel ist jetzt erstmal zu schauen, dass es so ein bisschen funktioniert, auch menschlich, dass es alles super klappt. Und dann ja, geht der Aufbau halt schon auch Richtung LA in 4 Jahren. Also ich denke schon, dass das ein Mixed ist, was da hoffentlich auch eine Medaille holen kann. Und das ist jetzt unser Ziel, damit fangen wir jetzt an. Und klar, je weiter wir kommen bei der EM, wäre es natürlich schon ein super Anfang.
Es wird anstrengend, aber der Saarbrücker kennt es nicht anders.